ich jetzt nicht automatisch doch wieder mehr Leben? Aber das ist ja minimal, was aufgeladen wird. Aber ich meine, das könnte dann halt ein Schlag sein, ne? Lebensregeneration ist schon nice, ne? Finde ich eigentlich irgendwie auch. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt mehr Leben habe oder nicht. Das müssen wir mal in den Stats eher gucken wahrscheinlich. Ob das wirklich Sinn macht. Okay, dann setzen wir uns hier kurz einmal dran. Ich finde es immer noch witzig, dass es aussieht wie so ein Regenschirm oder so. Dann werden wir mal einmal nach unten gehen. Mal gucken. Lädt das theoretisch bis volle Kanne wieder auf? Aua. Dammit. Ich bin runtergefallen. That wasn't the plan of the plan. War das der eine, der umgestanden? Ach, das macht halt immer nur so einen bestimmten Bereich, dass das wieder aufheilt. Also es heilt nicht komplett hoch. Jetzt schaffst du aber den Clown. Nee, ich werde den. Also die Clowne, die skippe ich. Ich komme mit denen einfach null zurecht. Und wenn der andere Psycho da auch noch so eine Elektro-Dinger hat, das muss ich nicht haben. Also. Nö, danke. Oh Gott. Nein! Ach, warum habe ich das benutzt? Please tell me. Tell me lies. Tell me sweet little lies. Tell me lies. Tell me lies. Haben wir. Ist noch was? Eine Wurfzelle. Oh mein Gott, das hat sich so gelohnt. Kappa. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Also manchmal bringt der Loot einem ja gar nichts. Ich meine, Wurfzelle ist schön. Aber die kann ich mir auch kaufen.
glaube, ich würde eh mal zu dem Shop tatsächlich gehen. Ach, den Handschuh sollen wir ihm noch geben. Ich würde aber trotzdem erstmal, glaube ich, einmal zum Shop reisen. Da war der. Shoppity, shoppity, shop, shop. Und da würde ich, glaube ich, meine Ergos mal ein bisschen ausgeben und mir so ein bisschen Pulszellen und sowas alles kaufen. Ich würde die, glaube ich, noch nicht ausrüsten. Aber vielleicht für den Fall, falls es sich anbietet, dass da irgendwer ist, den ich vielleicht beschmeißen muss oder so. Wir könnten halt theoretisch noch einmal leveln, ne? Ich gehe shoppen, ja. Mache ich tatsächlich sehr wenig. Ich habe aber auch eigentlich alles. Es sei denn, Leute, ihr wollt mir was Gutes tun. Dann könnt ihr auch gerne meine Boss Amazon says work Wishlist hard too, you know. aufsuchen. Ich Enjoy werde da Black übrigens mal Market wieder Collection. bei Zeiten Cola-Dosen mit drauf machen. Ich habe mal wieder das Bedürfnis. Jetzt wollte ich nicht sagen, Cola zu trinken, weil ich habe noch Cola, aber ein bisschen. Cola wäre schon gar nicht so schlecht. Was macht denn eigentlich dieses Kadaver-Dings? Verursacht Säureschaden im Einschlagsbereich. Ich finde die eigentlich immer gar nicht so schlecht. Sehen. Ich verstehe übrigens nicht, Scotty kauft die immer einzeln. Man kann auch da draufklicken und dann kann man auswählen, wie viel man haben will. Wo finde ich denn die Wishlist? Alles unten in den Infopanels. Da findet man. Ah, hier die Streugranate. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber die ist echt teuer. Da findet man eigentlich alles, alle nützlichen Links. Also zu meiner Steam-Wishlist, zu meiner Amazon-Wishlist. Also Steam-Wishlist ist zum Beispiel bei meiner Übersicht, welche Games ich spiele. Und ansonsten Amazon-Wishlist ist, glaube ich, auch unten irgendwo verlinkt. Auch könnt ihr gerne sonst mal drauf gucken. Aber ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr einfach nur reinschaltet und so supportet und Tipps gibt. Twitch will mich gerade kein Follow dalassen. Oh, ist Twitch down oder was? Hat das zurzeit irgendwie ein bisschen Probleme? Aber ich sage trotzdem schon mal danke fürs Folgen. Vielen lieben Dank. Freue mich immer sehr, wenn ihr ein Follow da lasst und wenn ihr reinschaltet. Aber ja, manchmal ist das bei Twitch ein bisschen komisch. Das ist auch bei so Prime-Subs. Das wird manchmal nicht richtig angezeigt. Oder du hast vielleicht schon mal gefolgt. Und dass du deshalb vielleicht nicht folgen kannst. Weil es eine Zeit lang schon her ist oder so. Ich finde nur die Steam-Wishlist. Oh, warte mal, ich muss mal gucken. Meine Amazon Wishlist. Bei den Infos ist sie zum Beispiel auch verlinkt. Wenn du auf meinen Namen klickst und dann nicht auf Startseite gehst bei mir. Hast du ein schlimmes Auge, Bruno? Warum klemmst du dein Auge so zu? Ist alles gut? Machst du so? Wenn du auf also nicht die Startseite gehst, sondern auf die Info neben dem Zeitplan. Da findest du unter meiner Kurzbeschreibung findest du Links, zum Beispiel zu meinem YouTube-Kanal, zu TikTok, zum Zweitkanal oder zur Wishlist. Das ist nämlich Amazon. Und ich glaube, die Steam-Wishlist, die ist halt in meiner Spielinfo drin bei den Spielen, die derzeit gespielt werden. Aber ich kann ansonsten auch den Link zu meiner Amazon-Wishlist gerne mal droppen im Chat. Nur mache ich das eigentlich nicht so gerne. So. Okay, dann holen wir uns mal ein paar Münzen ab. Ey, Bruno hat ja zurzeit eigentlich gar nicht so Probleme mit seiner Nase. Aber jetzt hat er irgendwie einen kleinen, da genau bei seiner Nase, entzündeten Tränenkanal, sodass sein Auge hier so ein bisschen läuft. Das macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen gerade. Nicht, dass wir da doch mal zum Tierarzt jetzt mit ihm müssen. Ich hoffe, dass sein Immunsystem schafft es, dass er das selber irgendwie wieder regeneriert. Das wäre sonst echt kacke. Ey, der macht einem wirklich immer nur Sorgen, dieser Kater. So kacke, wenn man ein Kätzchen hat, was halt wirklich so vorbelastet ist.
Ne, kleiner Fuchs. Naja, mal gucken. Aber seitdem er halt so krasses Nasenbluten hatte, hatte er ja kein Nasenbluten mehr. Nur halt so ein bisschen. Und jetzt ist es halt so ein bisschen schnodderig halt einfach. Okay, dann gehen wir mal und geben ihm den Handschuh und schauen dann mal, was als nächstes passieren wird. How do you do? Hey! It's quite odd that we should meet in a Alidoro place ist like auch ein this. sehr schöner Name für einen Hund, Oh, oder? don't pretend surprise that I got here before you. After all, I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something, since we're nearly peers. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow, gathering shiny things. I have absconded with treasures from its lair. Rare parts and weapons, worthy of a hero. That catch your interest? If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Okay, ich dachte, wir müssen tatsächlich gegen den kämpfen. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Aber ah, jetzt kann ich reden. Eugenes Handschuh. What's this? A gift for a rescuer from a technician girl. I don't remember. I've saved so many of the common people. Anyway, thank her, I suppose. Oh. Oh dear. These gloves are a mess. They don't even fit. Is this a practical joke? My God, I never did like that girl. Just like him. Oh, never mind. Ist wie er? I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of my sight. Sie ist genau wie er? Was für ein... You're a worthy hunter, and it... You're a worthy... Ah, jetzt können wir halt noch weitere Sachen hier kaufen. Was ist denn das? Ergo eines weißgebrannten Königs. Fähigkeitsstrang aller Legionswaffen. Es waren drei Körper mit einem Geist. Der Geist, der sich an den Puppen rächen wollte, indem er sie auf die gleiche Art tötete, wie sein Bruder getötet worden wäre. Es waren drei Körper, drei Stühle, drei Räume. Schon kurios. Er wird bei erfolgreichen Angriff vorübergehend den physischen Schaden. Was ist denn ein erfolgreicher Angriff, der dann halt nicht geblockt wird von denen oder was? Erhöht den Waffenangriff proportional zur Anzahl der Fabelslots. Also das wäre natürlich schon geil, ne? Arm Gottes Amulett. Aber wiegt einfach mal 12,2. Alter Schwede, ist das teuer. Schwer. Ach, guck mal, und hier ist die, der Puppenreiser. Die Waffe von dem einen Typen. Was war das für eine Klinge? Gefrorenes Festmahl. Weiß ich gerade gar nicht. Flamme des Königs. Kann es sein, dass du ein Potterhead bist? Na, darum haben wir auch Trivial Pursuit, oder? Ich bin schon ein guter Harry Potter-Fan, ja. Ich habe ja auch sehr viele Tattoos rund um Harry Potter und Hogwarts und so. Mag ich schon sehr gerne, ja. Okay, man hört die Krähe sogar schon. Oder ist es der Doggo? Ist es der Doggo, der schnarcht? Ich mag Harry Potter schon sehr gerne. Ich bin da schon ein guter Fan. Ist halt auch meine Zeit, in der ich halt aufgewachsen bin. Ne? Bei mir war halt Harry Potter und
Herr der Ringe und so, das war halt gang und gäbe. Wenn das an dir vorbeigegangen ist, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Oder vielleicht auch einfach kein Interesse gehabt, wer weiß. Was sind denn so Sachen, die ihr übelst gut findet? Also, wovon seid ihr denn so Fans? Bei Hobbit fühle ich mich derzeit echt ein bisschen dezent verarscht. Warum? Bei der Serie jetzt, oder was? Und herrliche John, einen wunderschönen. Warum fühlst du dich da verarscht? Boah, hier ist schon wieder so eine Falle. Schon wieder fast reingetreten. Okay, no Gegner hier. Hier. Unten sind auch noch welche. Wir kommen noch nicht sofort zum Boss, kann es sein? Wir müssen uns hier erst noch ein bisschen durchschlängeln. Ein Teil hätte gereicht. Wie bei dem Film. Nee, ich finde die Filme ganz okay. Aber ich muss ehrlich sagen, bei Hogwarts finde... bei Hogwarts sei schon... Bei, Was ist das da oben? Ist das eine Kanone? Bei Hobbit, ich finde halt tatsächlich, dass... der dritte Teil doch irgendwie nicht so krass mitreißend ist. Also ich finde, das ist echt ein bisschen lahm so. Weißt du, es ist halt die Schlacht der fünf... Oh, fuck! Die Schlacht der fünf Heere. Also da sollte halt schon ein bisschen... mehr Bums passieren und das ist irgendwie voll langweilig, so finde ich. Mein Geschmack. Digga, was ist denn der so stark, Alter? Ich bin zum Beispiel ein großer Fan der Kingdom Hearts Reihe und feiere die Story übelst. Ich habe mich auch schlau gelesen. Peter Jackson hat uns eine Lüge erzählt. Ich bin leider in diesen ganzen Universen nicht so drin. Also Hogwarts, ja. Herr der Ringe habe ich zum Beispiel auch geguckt. Aber wo ich gar... Also das ist so manche Spiele, da bin ich leider nicht so tief drin. Also wenn ich irgendwie in einem Game drin bin, von der Lore her, dann würde ich schon eher sagen, ist es Apex. Apex? Aber bei anderen Games und so... hört doch bei mir leider auf. Ich habe auch nicht so diese, dass ich so mega in irgendwelchen Serien drinne bin und da so super viel von weiß. Aber Apex Lore hat mich zum Beispiel schon sehr angesprochen gehabt. Bei dem unten muss ich erst echt mal gucken, was ich da machen muss. Wie ich da am besten vorankomme, weil die Deckung halt weggeschossen wird nach einer Zeit. Der ist schon in die eine Falle reingegangen, kann es sein? Ich bin aber weg.
viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Deltherias. Vielen Dank für die Tipps. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bei Zeiten wieder. Würde ich mich sehr freuen. Ich bin immer montags bis freitags, meist ab so um 12 Uhr online. Dürft ihr natürlich gerne reinschalten. Oder halt gerne auch auf den Social Media Accounts vorbei. Wie zum Beispiel YouTube oder TikTok. Würde ich mich sehr darüber freuen. Peter Jackson. Was ist Peter Jackson jetzt gegen dem Harz? Oder ist das irgendwie eine andere Lore? Da drinnen stehen und trotzdem eine Attacke machen. Das ist ja schon wichtig. Okay, also die Dinger gehen Stück für Stück kaputt. Wo muss ich da jetzt hinrennen? Da drüben ist ein Eingang. Da oben komme ich obviously hoch. Das wäre auch eigentlich der sinnvollste Sinn, da oben hochzugehen und die wahrscheinlich erstmal platt zu machen, oder? Bei Hobbit ist es so, Azog, der Schänder stirbt im ersten Teil und Thorin stirbt nicht durch die Hand Azogs, sondern durch starke Verletzungen im Kampf. Peter Jackson ist Hobbit. Sorry für den sprunghaften Themenwechsel. Ja, alles gut. Die Frage ist ja, ob Thorin dann psychisch krank wurde, weil er seinen Opa oder Vater verloren hat. Ja, das ist keine Ahnung. Hat Gertjubert dir heute schon was geschrieben? Ja, einmal Hallo hat er geschrieben. Warum, Pralinchen? Boah, die sind hier auch so super stark, ne? Mal hoch. Das war der Doggo, Alter. Da steht ja nur einer dran, oder? Der lebt noch. Kann ich das selber betätigen? Warum kann ich das kaputt machen? Das hat aber keine Lebensanzeige, oder? Oh, doch. Ich dachte, ich könnte das selber übernehmen. Das wäre ja witzig. Ich selber hätte schießen können. Peter Jackson hat ja aus einem Buch 3 Filme gemacht und erzählt die Geschichte im zweiten und dritten Teil einfach falsch. Naja, was heißt, er erzählt die falsch? Er ist ja der Mann, der das geschrieben hat. Und wenn er dann halt will, dass das halt sich anders anhört in den Filmen, dann ist es halt einfach so. Beziehungsweise manchmal kann man das in den Filmen halt nicht so gut darstellen, wie halt in den Büchern beschrieben wurde. Das ist halt schon ein bisschen schwierig. Komm mal her, zeig mal deine Nase. Hm? Ja, die sieht doch jetzt ganz sauber aus, ne? Aber dein Äuglein ist so ein bisschen... Das ist eine ganz kalte Nase. Eine kalte Nase. Ah, doch hier nicht. Red doch hier nicht. Ja, die Katze läuft schon wieder hier vor rum. Steht denn hier drauf? Das grüne Monster ist schlauer, als man denkt. Es sammelt gerne Puppenkörper. Aber zu welchem Zweck? Das grüne Monster...
finde es halt schade, die Filme sind echt gut, aber die Story dann so zu verändern, ist dann schon echt eine miese Sache. Naja, weiß halt auch nicht, wie viel Mitspracherecht sozusagen der ja hatte an der ganzen Produktion. Das kann ja auch sein, dass die von einer vom Filmdreh irgendwie gesagt haben, nö, wir machen das jetzt aber so, wie wir da Bock drauf haben. Und was du sagst, ist eigentlich scheißegal. Also da muss man ja sagen, ist das ja eigentlich ganz cool, dass das bei One Piece halt wirklich so gemacht wurde, dass der halt echt entscheiden konnte, mitentscheiden konnte. Und gesagt hat, nee, so wird das nicht veröffentlicht. Das ist ja in den seltensten Fällen so. Bei der weiß ich nicht. Wie stark der ist. Der wirkt nämlich schon ziemlich stark. Bilbo, bist du gerade auf Toilette? Kleiner, fleißiger Bilbo. Kalte Nase ist ja ein gutes Zeichen. Ja, er hat halt kein Fieber oder so. Seine Nase sieht auch verhältnismäßig sauber aus. Aber so ganz gesund ist er leider nicht. Siehst du, da ist doch der Gertschi Bärli. Gertschi Bärli, ist alles gut bei dir? Hier ist auch wieder das Problem, ne? Dass so übelst lang kein Stargazer in der Nähe. Aber ich glaube, die Möglichkeit, die wir so hatten, die war eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe mir gerade ein Big Mac-Menü gestellt. Oh, na dann ist ja gut. Dann lass dir mal gut schmecken. Mmm, lecker, lecker. Guten Appetit. Kommen wir mal zu Harry Potter. Da dachte ich auch so, warum wurde das gemacht? Harry Potter hat ja grüne Augen und strubbeliges Haar. Ja, aber die Charaktere sehen ja schon sehr ähnlich aus. Also ich finde das nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht 1:1 genauso ist, wie das in den Büchern geschrieben wurde. Das finde ich nicht so schlimm. Also da gibt es ja weitaus schlimmere Sachen in manchen Serien. Ich meine, genau so eine Person zu finden, ist halt auch schwierig, ne? Und ihn jetzt da die ganze Zeit als Junge mit Kontakten so rumlaufen zu lassen, finde ich halt auch irgendwie nicht richtig. Aber wenn man sich halt so ungefähr an den Charakteren orientiert, die da beschrieben worden sind, dann finde ich das in Ordnung. Auch andere Figuren haben ja eigentlich andere Visionen. Was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist, warum in dem einen Part Goyle und Greg und Goyle, oder wie die heißen, dass die auf einmal da ganz anders aussahen. Jedenfalls der eine. Das hat mich tatsächlich sehr verwirrt gehabt. Aber das hatte halt damit zu tun, weil der Schauspieler, der, glaube ich, das in der Zeit irgendwie gemacht hatte,
dann irgendwie im Gefängnis war oder so? Oder der war irgendwie, keine Ahnung, der war irgendwie auffällig bei der Polizei und deshalb konnten die den nicht nehmen oder so. Das war, glaube ich, der Grund, warum die da denn einen anderen Schauspieler tatsächlich gewählt hatten. Ach, der ist jetzt weg? Lol. Der würde gar nicht immer weg sein da oben. Cool. Dann ist der weg. Und ich bin wieder allein. Hallo Jinx. So hatte seit dem Boss, den du First Try gemacht hast, nur zugeschaut, aber hat Lilly bei den Hausaufgaben geholfen. Was ist das denn für einer? Entschuldigen Sie mal bitte. Nehmen wir mal was schwinden. Und ihre Schlangensocke genäht. Und nun sind wir erstmal weg. Bis später. Jinx, danke schön fürs Vorbeikommen und fürs Zuschauen und Lurken. Sie wollten das ja, aber Daniel Radcliffe hatte eine Allergie dagegen. Sie wollten das dann am Computer nachbearbeiten, haben es aber doch sein lassen. Ja, weil es halt super zeitaufwendig ist, da den ganzen Bums irgendwie nachzustellen. Also das kann ich schon verstehen, dass sie das nicht gemacht haben. Frag mich halt, wie wir den bekommen am besten. Was ist denn das für ein Scheiß? Hä, warum kommt die Pimmelnase da jetzt angetuckert? Vielleicht könnten wir den auch reinlocken und dann macht er hier so eine Attacke und kann sich selber irgendwie angreifen. Das wäre ja auch irgendwie nett. Ich finde das schade, dass ihr nichts für einen Fernkampf so habt, dass ich das hier raufwerfen kann. Obwohl, doch, würde eigentlich gehen. Aber ich kann nicht hochklettern und von oben das schweißen. Das würde nicht funktionieren, glaube ich. Das ist dann doch ein bisschen zu weit weg. Oh, der wäre gerade so schön gewesen. Okay, das macht er echt super wenig. Was auch amüsant ist, dass im vierten Teil alle lange Haare haben. Im vierten Teil haben alle lange Haare. Genau das gemacht, was ich machen wollte. Schlaues Evi! Schlaues Evi! Das war ich übrigens gestern auch so witzig bei Scotty. Der hat das so gemacht, dass wenn er pullern gegangen ist, hat er einfach Pinocchio-Musik laufen lassen. Und der ganze Chat dann übelst am Ausflippen. Kleines Püppchen, freches Püppchen, la 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 la. Pinocchio. Und dann war das so witzig, dann habe ich Christos gesagt, dass Scotty die Musik hat laufen lassen. Er so, die Musik ist so schrecklich, ich hasse Pinocchio. Aber der Chris kann tatsächlich auch nicht Moomins gucken. Kennt ihr noch Moomins? Kennt ihr noch
Mumins von damals. Das fand der auch, findet der auch so schrecklich. Ich finde Mumins voll toll. Das habe ich damals voll gerne geguckt. Wie werden die geschrieben? Oh, jetzt fragst du mich was. Hatschi. Mumins. Wie schreibt man die? I don't know. Müsste ich jetzt selber mal googeln. Aber es sind so kleine weiße Figürchen. Die Mumins. Und ich glaube, das ist eine schwedische oder so. Oh, fuck. Ja, guck doch noch 3 Stunden dein Ding an. Kennedy. Kannst zum Beispiel in der ZDF-Mediathek schauen, wenn ich es richtig gesehen habe momentan. Oh, das wäre cool. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Das habe ich damals immer als Kind geguckt. Sehr gerne sogar geguckt. Aber Chris zum Beispiel ist der Meinung so, dass das ihn voll an so ein Fiebertraum erinnert. Weil das halt so übelst komisch gezeichnet ist. Alucard, du hast schon Feierabend? Das ist doch unfassbar. Ich beneide Sie, Herr Sir. Dann einen schönen Feierabend dir. Boah, ich muss Katzen gleich füttern. Hast du das gerade, Bilbo? Hast du miaut? Oder wer war das von euch? Ihr kleinen Kakalunis. Oh, da kann man ja auch in so eine Höhle reingehen. Aber oben steht noch einer. Komm ich überhaupt noch? Was zwei Leute.